Der Jota Autotransportaufbau JTL 75 auf dem Fuso. Das perfekte Duo für den sicheren und wirtschaftlichen Fahrzeugtransport. Die Auffahrschienen werden über einen Federmechanismus gehalten und können einfach in die Verladeposition teleskopiert werden. Damit Sie alle Spurbreiten verladen können, sind die Auffahrschienen stufenlos seitenverstellbar. Am Ende der Auffahrschienen ist unser Spoilerknick eingearbeitet, der einen flacheren Auffahrwinkel ermöglicht. Mit einer Aufbauinnenbreite von 2,30 Meter lassen sich auch Fahrzeuge mit großen Spurbreiten problemlos verladen und transportieren. Diese Breite bietet auch die perfekte Voraussetzung für einen geschlossenen Transport mit Planenaufbau, bei dem die Innenbreite des Plateaus von 2,30 Meter auch der Durchfahrtsbreite des Planenaufbaus entspricht. Durch eine Ladeflächenlänge von 6 Meter und eine Nutzlast von 4 Tonnen bei dem Fuso 7C mit 7,49 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sind Ihrem Fahrzeugtransport nahezu keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus verfügt das Fahrgestell über eine Anhängelast von 3,5 Tonnen. Die Auffahrschienen sind mit einer Länge von 2,20 Meter einerseits so gewählt, dass sie nicht zu schwer werden und sich leicht bedienen lassen. Andererseits ermöglicht diese Länge einen Auffahrwinkel, mit dem sich gängige Fahrzeuge leicht verladen lassen. Wenn Sie einmal in der Situation sind, ein Fahrzeug mit tiefem Fahrwerk oder langem Überhang zu verladen, kommen unsere optionalen Fastline-Schienen zum Einsatz. Diese können in der Aluminium-Staukiste oder einem separaten Halter untergebracht sein. Die Fastline-Auffahrschienen werden im Bedarfsfall am Ende der Auffahrschienen angelegt. Die Auffahrschienen des Aufbaus liegen sicher in der Aussparung der Fastline-Schienen. Dadurch erreichen Sie einen Auffahrwinkel von unter 5 Grad und können auch anspruchsvolle Transportaufgaben souverän und professionell lösen. Mit den Fastline-Auffahrschienen erweitern Sie das Einsatzspektrum Ihres Autotransporters zu einem unschlagbaren Allrounder. Der Aufbau kann mit einer Elektroseilwinde ausgestattet werden. Diese ist auf einem seitenverstellbaren Schlitten angebracht und kann jeweils in die gewünschte Position geschoben werden. Nach Aktivieren des Freilaufs wird das Seil im Leerlauf zu dem aufzuladenden Fahrzeug gezogen und am Transporthaken befestigt. Mit der Kabelfernbedienung oder optional per Funkfernbedienung kann das Fahrzeug kontrolliert und sicher verladen werden. Die Ladungssicherung erfolgt über einen 3-Punkte-Zirkgurt, der über die Lauffläche der Räder gelegt wird. Das Lochplateau bietet hierzu unzählige Verzurrpunkte für all Ihre Transportgüter. Mit unterschiedlichen Staukisten, den Fastline-Auffahrschienen, einem Lichtwarnbalken, LED-Arbeitsscheinwerfern, einer Anhängekupplung und vielen weiteren Ausstattungsvarianten lässt sich der Aufbau genau und individuell an Ihre Anforderungen anpassen und macht den JTL 75 zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Autotransport.